Selten ist die Sicht so klar. Unter uns liegen die Reichtümer Russlands. Gold, Kohle, Diamanten. Unsere Winterreise beginnt 9 Zeitzonen von Moskau entfernt, im fernen Osten Russlands, dem entlegensten Winkel des Riesenreiches in Magadan. Mit dem Lastwagen über die Lebensader Ostsibiriens. Bis nach Udatschni, der Diamantenmetropole am Polarkreis. Einen ganzen Vormittag lang hat Nikolai Tupusliew seinen Lastwagen für die beschwerliche Fahrt gerüstet. Knapp 2000 Kilometer in 2 Wochen auf einer der gefährlichsten Straßen Russlands. In den Bergen jenseits der Kolyma-Trasse liegen die reichsten Goldfelder der Erde. Seit 23 Jahren fährt Nikolai diese Strecke. Vor allem in den Wintermonaten transportiert er Ersatzteile und Diesel zu den Goldminen. Es ist schon komisch. Du bist ganz alleine unterwegs. Dein Auto geht kaputt. Du frierst bis in die Knochen. Dann denkst du dir, jetzt ist Schluss. Nie wieder fahre ich diese Strecke. Dann kommst du nach Hause, ruhst dich aus, reparierst dein Auto und willst bald schon wieder fahren. Die Seele verlangt danach. Der Traum vom unberührten, wilden Norden, Goldrausch und Abenteuerlust lockten Nikolai in seiner Jugend hierher. 22 Jahre war er damals alt. Früher, als es noch Arbeit gab und viel Verkehr auf dieser Straße war, trafen wir Fahrer uns immer hier, um uns auszuruhen. Der Platz hieß Chauffeursecke. Es gab immer Tee, den starken, den wir hier im Norden lieben. So einsam wie die Reise ist auch die Rast. Von den Abfällen werden die Füchse hier schon lange nicht mehr satt. Der Atem gefriert bereits. Doch Nikolai arbeitet im Pullover. Es sind 38 Grad minus. Für ihn nicht besonders kalt. Der Kamaz-Laster hat einen Kohleofen hinten auf der Ladefläche, der kräftig heizt. Mit aller Brutalität hat Stalin einst dieses Land besiedelt. 2 Millionen Menschen starben hier in Lagern, beim Straßenbau und in den eisigen Goldminen. Heute nur noch Geisterstädte. Die Eroberung des Nordens ist gescheitert. Straße des Todes nennen die Fahrer die Kolyma heute. Sie führt auch zur Goldmine Schkolnoje. Schichtwechsel. Nach 14 Tagen Arbeit haben die Männer 2 Wochen frei und fahren nach Hause. Die Busse, die sie in ihre Heimatstädte bringen, sind selten pünktlich. Aber auf die eine oder andere Stunde kommt es nicht an. Manche haben eine ganze Tagesreise vor sich.
Im Bergarbeiterwohnheim gilt das Suchoi-Sakon, das trockene Gesetz. Wodka ist verboten. Wer trinkt, fliegt raus. Lena kocht zweimal am Tag für 150 hungrige Kumpel. Die Lebensmittel sind teuer. Das meiste muss von weit her angeliefert werden. Abwechslung gibt es kaum. Die Männer schlafen in Gemeinschaftszimmern. Nach 10 Stunden Arbeit trinken sie noch einen Tee, dann gehen die Lichter aus. Nur Schnee und Arbeit. 2 Wochen lang. Vor 20 Jahren haben Kinder die Goldader entdeckt. Deshalb heißt das Werk heute Skolnoje, die Schülermine. Einen Kilometer geht es in den Berg hinein. Es ist kalt wie in einem Kühlschrank. Da helfen nur Walinki, russische Filzstiefel. Valeri ist mit 37 Jahren einer der Ältesten. In 3 Jahren mit 40 geht er in Rente. Wer über 20 Jahre hier geschuftet hat, in staubiger, kalter Luft, wird oft nicht alt. 54 Jahre ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Ich bin hier aufgewachsen. Das ist meine Heimat. Im Sommer ist es schön hier, da wird es warm, 35 Grad. Da kann man wunderbar fischen und jagen. Nur der Winter ist hart, aber man gewöhnt sich daran. Arbeitsmethoden aus längst vergangenen Zeiten. Immer wieder passieren Unfälle. Kabel liegen offen herum. Die Stollendecken sind schlecht gesichert. Die Mine ist staatlich. Geld für Investitionen fehlt. Als sie jung waren, waren Bergleute noch Helden der Arbeit. Auf Wunder aus dem Märchenbuch des Sozialismus hofft hier keiner mehr. Was sie sich wünschen, sind verantwortungsvolle Unternehmer. Es gibt doch verschiedene Oligarchen. Manche Geschäftsleute wollen nur absahnen und sich bereichern. Andere denken an ihre Mitmenschen und investieren in Kindergärten und soziale Einrichtungen. Es gibt unterschiedliche Oligarchen, so wie es unterschiedliche Menschen gibt. Auf jeden Fall halte ich es für wichtig, dass Geld in die Region fließt. Es wäre gut, wenn sich das Leben der Bevölkerung dadurch verbessern würde. Pures Gold bekommen sie nie zu sehen. Nur Dreck und Geröll. Igor ist Geologe. Er zeigt mir, wo sich das Gold verbirgt. Schauen Sie, hier in diesem erzhaltigen Stein, diesen gelben Fleck. Das ist Gold? Ja, Sie können es als Andenken behalten. Danke. In 20 Jahren haben sie 5 Tonnen reines Gold gefördert. In den eisigen Böden der Kolyma verbergen sich noch Schätze für Generationen. Doch wem immer das Gold Reichtum gebracht hat, den Menschen, die hier leben, nicht. Thank you.
Wie die Kumpel in der Goldmine ist auch Nikolai manchmal tagelang von seiner Familie getrennt. Seine Tochter hat heute Geburtstag, doch ein Telefon, um sie anzurufen, lässt sich hier so leicht nicht auftreiben. Wir sind auf dem Weg in die Goldgräberstadt Ust-Omtschuk. Das ferne Moskau, St. Petersburg, das ist für die Menschen hier das Mutterland. Ust-Omtschuk, eine einsame Insel. Zu Stalins Zeiten aus dem Boden gestampft. Später zog es sie aus allen Winkeln der Sowjetunion hierher. Hohe Löhne und Privilegien lockten. Ein sterbendes Arbeiterparadies. Die Hälfte der Einwohner hat die Stadt längst verlassen. Valeri Petrenko auf dem Weg nach Hause. Nach der harten 2-Wochen-Schicht in der Goldmine freut er sich auf seine Familie. Auch Lena, seine Frau, hat eine 2-Wochen-Schicht hinter sich. Weit weg von zu Hause in einer Goldfabrik. Die Tochter lebt so lange bei den Großeltern. Es gibt Marzipankuchen und Wurst, Tee und Wodka. Ein russischer Kaffeeklatsch. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich mir ein schöneres Leben vorstellen. Ich habe mich an meine Arbeit gewöhnt. Zumindest widert sie mich nicht an. Manchmal gefällt sie mir, manchmal bin ich enttäuscht und denke, mir reicht's, ich schmeiße alles hin. Dann ändert sich meine Stimmung und ich mache den Job weiter. Ein Haus mit Garten, das ist Lenas Traum. Doch hier gibt es nur Plattenbauten und Dauerfrost. Am nächsten Morgen treffen wir eine bunte Truppe junger Leute. Der Wanderzirkus Voyage. Der Affe Jaschka friert. Die Artisten dagegen sind Kinder der Kälte, hier geboren. Geld für große Tourneen haben sie nicht. Sie ziehen von Siedlung zu Siedlung an der Kolyma-Straße. Die Jüngeren in der Truppe sind für diese Tour vom Schulunterricht befreit. Voyage ist ein Staatszirkus. Er soll Heiterkeit und Freude in diese frostige Gegend bringen. Tagsüber frieren sie im Laster, abends treten sie auf. 100 Euro.